Herzlich willkommen zurück hier bei This War of Mine. Beim letzten Mal sind wir stehen geblieben, als Katja sich in ein besetztes Haus geschlichen hat und von ein paar Deserteuren geklaut hat. Sie ist auch erwischt worden, ist aber unverletzt wieder rausgekommen. Gar nicht mal so schlecht gemacht von dem Mädel. Sie ist ja die unsere beste Plünderin. So, schauen wir uns das gleich mal an. Und wir wurden ausgeplündert. Wir haben nicht gut schlafen können, weil Marin die ganze Nacht geschluchzt hat. Katja hat jede Menge Sachen mitgebracht. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Aber wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Okay. Tweta ist blass und hustet. Marin geht es nicht gut. Und Arika bewegt sich kaum. Also sie sind alle krank. So, und du bist hungrig, deprimiert und müde. Schlecht geschlafen, hungrig, todkrank und deprimiert. Hungrig. Also sind alle hungrig. Und ganz ehrlich, Katja, du isst was. Denn, ja, ohne dich sind alle tot. So, du bist nicht müde. Du bist müde, also gehst du ins Bett. Genau. Du bist schlecht geschlafen, hungrig, todkrank und deprimiert. Ich weiß nicht, ob du dann auch ins Bett gehen solltest. Marin, du gehst zum Wasser. Okay, Marin ist am Boden zerstört. Das heißt, Arika, du gehst zum Wasser, bitte. Und dann richtest du Marin wieder ein bisschen auf. So, Wasser herstellen. Okay, und du bist müde und gehst schlafen. Marin würde einen Nervenzusammenbruch erleiden. Ja, was soll ich tun? Wir haben nichts, was wir irgendwie, ja, wo wir ihnen helfen können. So, wann habe ich das letzte Mal geraucht? Ja, wir haben halt nichts mehr. So, und ihr zwei redet miteinander, vielleicht hilft euch das. Scheiß drauf, das ist die richtige Ansicht, Arika. Was kommt jetzt als nächstes? Ein Selbstmordpakt? Bitte, Marin, gib nicht auf. Es ist so schwer, weiterzumachen. Doch wir müssen weitermachen. Ja, es ist hoffnungslos, aber ich werde jetzt sehen, was ich tun kann. Also das ist, ja. Oh Mann, 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 wir sind alle komplett hinüber. Lang darf dieser Krieg nicht mehr dauern, ansonsten werden wir draufgehen, glaube ich. Aber hey, es nutzt nichts. Wir werden jetzt den Tag beenden, jetzt schon. Das wird eine sehr kurze Folge. So, Katja, du gehst plündern. Hungrig, schwer krank, schlecht geschlafen, hungrig, todkrank ist Arika. Das ist scheiße. Gut, dann stehst du Wache. Und ihr zwei schlaft im Bett. So, wo können wir hingehen? Wir könnten zum Hauptplatz gehen und versuchen, uns was zu essen zu ertauschen. Ich glaube, das machen wir auch. Nur was können wir mitnehmen? Wir haben hier gerade mal einmal Zigaretten. Wir haben hier Waffenteile und Elektroteile. Und wir haben Schießpulver. Wir könnten hier einen ganzen Stack Schießpulver mitnehmen. Das könnte auf alle Fälle helfen. Dann nehme ich die Elektroteile mit und ich nehme die Waffenteile mit. Ja, mehr. So, los geht's zum Hauptplatz. Vielleicht kriegen wir ja irgendwas Brauchbares, ein bisschen Essen. Ja, der Handel geht weiter. Und Katja kann sich hier am Hauptplatz durch den Schutt wühlen, auch wenn das schon unzählige vor ihr getan haben, glaube ich. Ne, man findet hier durchaus Sachen, okay. Ja, andererseits, wo so viel gehandelt wird, wird vielleicht auch viel weggeworfen. So, wir nehmen das mal mit. So, hier sind die ersten Händler. Brauche ich das wirklich? Hier scheint es relativ friedlich zu sein. Auch mit euch kann man nicht handeln, so wie es aussieht. Ah doch, Rum, Whisky, Bourbon. War ein Witz, ich habe nur Wodka. Hast du wirklich nur Sachen? Ah ja, du bist hier so der Drogenhändler, so wie es aussieht. Reiner Alkohol und Schnaps.
Ja, wir könnten Schnaps kaufen, dann ginge es uns vielleicht besser, aber erstmal, glaube ich, brauchen wir Essen. Wen haben wir hier? So, hier gibt es anscheinend Medikamente und so ein Zeug. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Dafür müssen sie eine Menge anbieten. Was ist eine Menge? Zum Beispiel mein ganzes Schießpulver. Ein paar Teile. Okay, das Holz kann ich, glaube ich, vergessen. Oh, doch. Auf Holz einigt sie sich. Gut, dann nehmen wir einmal das hier mit. So, und hier gibt es anscheinend was zu essen, aber dafür werden wir jetzt nicht mehr genug haben. Gemüse. Gemüse ist hoffentlich nicht so teuer. Alter, so viel für ein bisschen Gemüse. Wie viel verlangt er für ein zweites, wenn ich dafür den ganzen Rest hergebe? Okay. Wie wär's mit ein bisschen Wasser dazu? Okay, 5 Wasser. Das ist gut. Dann machen wir das. Ja, aber mehr gibt's hier nicht zu tun. Und hier in den Untergrund komme ich nicht rein, so wie es aussieht. Also ist es hier wirklich nur rein zum Tauschen da. Okay. Naja, wir haben immerhin einmal Gemüse, das heißt, wir können 2 Mahlzeiten kochen. Und wir haben, naja, wir haben noch ein paar Teile mitgebracht, immerhin etwas. Aber trotzdem, magere Ausbeute für Katja in dieser Nacht. Und es wird, wie gesagt, wirklich ein sehr kurzer Part, aber das ist so bei This War of Mine. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Und Katja ist zurück. Wir schreiben Tag 18 oder so. Genau, wir schreiben Tag 18. Ausbruch von Kriminalität. Ach du Scheiße. Ja, und sie hat Medikamente mitgebracht. Das ist aber nicht sonderlich viel. Aber gut, um das kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Das war's hier von mir. Macht's gut und bis bald bei This War of Mine. Euer Chris.